1942 kam abends, also vielmehr morgens so um 6 kam dann SS und SA-Leute an. Himmelhefe und Maywald haben da gestanden mit so einer großen Liste und haben die Namen, so Mettbach, Reinhard, Steinbach, auch wieder geheißen am Adler, rechts. Links die, wo wir aufgehoben haben, wussten wir nicht, was jetzt passiert. Als sie fertig waren, haben sie gesagt, so, die jetzt hier stehen, nehmen ihre Sachen, was sie noch haben. Und wir hatten ja nichts mitnehmen können von zu Hause. Mein Vater, seine Instrumente sind da geblieben, meine Mutter ihren ganzen Schmuck und ihr Pelzmäntel, was sie alles hatte. Und auch von uns Sachen noch. Nur die paar Sachen, was wir da hatten, mussten wir dann in ein Dings reintun. Und dann wurden wir zum Lastwagen gebracht und zum Ostbahnhof gefahren. Am Ostbahnhof angekommen, da waren mindestens schon 30 Waggons da gestanden. Da waren auch Homosexuelle, dann waren, wie sagt man, Sinti, Roma, Juden. Und die waren alle in einem Waggon. Dieser Waggon war immer oben an das Häuschen, was hinten dran war, mit zwei SS-Leuten besetzt. Und so haben sie uns mit 60 bis 70 Leute in den Waggon reingetan. Der wurde zugemacht. Wasser und Brot gab es noch. Und so sind wir nach Auschwitz gekommen. Das dauerte fast 3 Tage. Unterwegs haben wir mal angehalten, durften wir mal raus, austreten. Du konntest ja nicht austreten, nichts. Mit der Wasser gekriegt und auch trockene Brot gekriegt. Als wir in Auschwitz ankamen, mussten wir alle raus. Da standen ja auch SS-Leute mit den Maschinenpistolen. Und Mengele, der Lagerkommandant, kamen dann und haben sortiert. Da war es aber wieder umgekehrt. Also was links war, waren alles ältere Leute, ältere Männer, ältere Frauen, kleine Kinder. Und rechts waren so Männer von 40, 20, 40 bis 50, familienmäßig auch, haben sich rechtstellen müssen. Diese, was jetzt links gestanden, wussten wir ja noch nicht, was da passiert. Sind dann weggekommen. Wir haben die auch nie mehr gesehen.